oink, 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 oink. Kennen Sie wahrscheinlich auch dieses Geräusch, oder? Heieiei, gerade wenn man sowieso schon spät dran ist morgens, streikt auch noch die Autobatterie. Aber mein Gott, man kann sie ja auch nicht verdenken. Die ist ja auch nicht mehr die jüngste. Dann ist es kalt und feucht und vielleicht stand dann der Wagen auch noch übers Wochenende oder sogar noch länger, wenn Sie in Urlaub waren zum Beispiel. Ja, und das ist das Schlimmste, was einer Autobatterie passieren kann. Kälte und nicht benutzt werden. Deswegen, so manches Auto streikt da tatsächlich und dann muss man halt die netten Mitmenschen um Hilfe bitten, ein bisschen Starthilfe geben. Aber das ist ja nicht immer so einfach. Je nachdem, wo man sich da so gerade befindet und vielleicht auch je nach Uhrzeit kann man da ewig bis 3 Tage warten, wenn man nicht gerüstet ist. Und da haben wir was Tolles für Sie in dieser Sendung, weil damit können Sie sich jetzt selbst Starthilfe geben. Das ist der Wahnsinn, oder? Aber es funktioniert. Und unser Kollege Andreas, der wird Ihnen jetzt das Produkt mal näher vorstellen und auch zeigen, wie es funktioniert. Lieber Lutz, danke für die Einleitung. Wir haben heute für Sie unsere Notebook Powerbank mit der Kfz-Starthilfe-Funktion. Und das ist eine kleine Box, die Sie vielleicht sogar schon mal gesehen haben. Und der Vorteil von unserer Starthilfe-Box, von unserer Powerbank ist, Sie benötigen keine zusätzliche Hilfe mehr. Wie das genau funktioniert, das kann ich Ihnen jetzt kurz erklären. Wir haben einen kleinen Koffer, so kommt unsere Powerbank zu Ihnen nach Hause. Sie können es dann zu Hause öffnen und aufklappen und haben dann diverse Bauteile mit dabei. Zum einen natürlich unsere Powerbank. Die Powerbank, die wir heute für Sie hier haben, die hat eine Leistung, Kapazität von 12.000 mA. Und das ist in jedem Fall ausreichend, damit Sie genug Saft bekommen, um Ihren Fahrzeug zu starten, sollte die Batterie schlapp machen. Wir können mit unserer Powerbank natürlich auch diverse Geräte aufladen, die beispielsweise, wenn Sie ein Notebook oder ein Smartphone oder jegliches Gerät, das eben über USB geladen werden kann, anschließen. Und Sie haben dann natürlich die Möglichkeit, ohne einen Stromanschluss zu Hause mobil von unterwegs Ihr Gerät aufzuladen. Aber wir wollen uns jetzt natürlich auf unsere Starthilfefunktion konzentrieren. Die Powerbank, ich kann sie Ihnen ganz kurz hier mal zeigen, beziehungsweise Sie sehen es gerade eben eingeblendet. Sie haben diverse Kabel dabei, Adapterkabel, wo Sie eben auch die Möglichkeit haben, wie ich das schon erwähnt habe, diverse Geräte aufzuladen, Smartphone, Tablet, ein Notebook. Sie sehen hier einen kleinen Taster. Entschuldige, Andreas, wenn ich dich unterbreche, bei den Notebooks, gibt es da eine spezielle Marke, dass man sagt, das funktioniert jetzt nur mit einem Dell oder mit welchen Marken funktioniert das? Das funktioniert tatsächlich mit so ziemlich allen gängigen Notebook-Marken, die wir haben. Denn es gibt eben auch ein Adapter-Set dabei, das mir es ermöglicht, nicht lang zu gucken, ob ich überhaupt eine passende Steckverbindung habe, sondern die kann ich hiermit eben gewährleisten. Und es ist alles mit in dem Set, das Sie nach Hause bekommen, integriert. So, jetzt weiter hier mit unserer Starthilfefunktion. Der Anschluss ist im Grunde ziemlich simpel. Sie nehmen diese bekannten Klemmen, die hat auch beispielsweise ein herkömmliches Startkabel, ein klassisches Starthilfekabel zu Hause schon. Hier sind die etwas kürzer geraten, weil man einfach nicht mehr braucht. Und dann habe ich hier an meiner Powerbank eben den benötigten Anschluss dafür. Und dann kann ich hier meine Krokodilklemmen, so nennen die sich, anschließen und habe dann auch, und das ist das Schöne, alles kompakt in der Hand. Sie erinnern sich vielleicht an klassische Starthilfekabel, die sind extrem lang und man muss ja auch von einem Auto zum anderen kommen, was man hier nicht mehr braucht. Das braucht man hier eben nicht mehr. Am besten zeigst du doch mal, wir haben doch gerade hier das Auto hier drüben, dann können wir mal seeing is believing, wie ich so immer so schön sage. Genau. Na, aber es ist doch so, wenn man es einmal gesehen hat, wie einfach es ist, dann ist es auch wirklich selbsterklärend geradezu. Richtig, wir haben hier eben unsere Krokodilsklemmen angeschlossen, mit denen wir hier an die Batteriepole gehen können. Wir können unsere Powerbank in Betrieb nehmen und haben dann hier eben auf unserem
Taster die Möglichkeit, an der Anzeige, an der LED-Anzeige zu sehen, wie denn der aktuelle Ladestand unserer Powerbank ist. Und hier sehen wir, wir haben 5 LEDs, die sagen, wir haben hier volle Power. Perfekt. Hier haben wir vorne noch die Möglichkeit, dass wir eben sagen, welchen Abnehmer haben wir, den wir mit Strom versorgen müssen. Wir haben hier 12 Volt, wir haben hier 16 Volt und eben 19 Volt. Das müssen Sie eben an dem Gerät, mit dem Sie an die Powerbank gehen wollen, ablesen. Also du meinst die Notebooks jetzt, zum richtig? Zum Beispiel Notebooks, okay, oder eben, okay, auch Smartphones. Weil bei Autobatterien gibt es das ja nicht. Ganz genau. Daher. Autobatterie hat klassisch 12 Volt, kennen wir. Es so. Gibt natürlich hypermoderne Autos, die haben etwas mehr Volt. Die sind dann anders ausgelegt, zum Beispiel 48 Volt Stromnetz. Aber das ist natürlich eine neue Technologie, bei der wir den Markt noch lange nicht durchsetzt haben. Das heißt, für Sie zu Hause, das heißt, ist ein 12 Tesla Volt irgendwie sowas. Beispielsweise oder ein elektrischen Audi zum Beispiel, einen elektrisierten Audi, ne, ja, sowas in der Region, ja, das kommt ja erst noch so. Wir haben hier dann unsere Powerbank gecheckt und können jetzt im Grunde, und das ist unfassbar simpel, wie das jetzt funktioniert, wir gehen mit der roten Klemme eben an den Pluspol unserer Autobatterie und klemmen den fest und gehen dann mit der Masse, mit dem schwarzen Kabel eben hier auch an die schwarze Klemme, klemmen die fest und können dann ins Fahrzeug gehen und dort eben unseren Motor starten und haben dann keinen Termindruck mehr, müssen nicht mehr zum Nachbar und haben die Möglichkeit, einfach nur davon zu brausen, sparen uns Zeit, wir machen uns die Hände nicht schmutzig. Sie sehen das dadurch, dass es im Koffer kommt und wir es einfach nur rausnehmen müssen, alles sauber. Alles sauber, alles einfach, alles easy. Rot an Rot, Schwarz an Schwarz, da kann man auch nichts mehr falsch machen. Und die Kabel, die passen auch nur einseitig rein. Das heißt, auch da gibt es kein Verpolen beim Anschluss. Das heißt also, eine für alles, kann man wirklich sagen. Fürs Auto, für die Notebooks, für Smartphone, Tablet, E-Book-Reader, Kamera und. Und das Ganze mit einer sensationellen Kapazität von 12.000 Milliampere-Stunden. So ein klassischer Handy-Akku, um mal eine Zahl zu nennen, sind ungefähr so 2.000 Milliampere-Stunden, um mal das überhaupt mal zu relativieren. Also richtig fett Power. Und vor allen Dingen, man muss halt nicht, und das ist ja gerade für uns Männer oftmals schwierig, ich glaube, wenn da eine Kathi am Straßenrand steht und sagt, ich brauche mal Starthilfe, ist es wahrscheinlich relativ einfach. Aber wenn wir Männer dann irgendwie nachts allein im Parkhaus vielleicht noch stehen nach Mitternacht, dann wird es schwierig, da jemanden zu finden, der uns Starthilfe gibt und dann auch noch ein Kabel mit dabei hat und dann auch noch rankommt ans Auto, weil den Fall hatte ich auch mal. In der Tiefgarage war das nämlich. Und dann stand das Auto mit vorne dem Motor auch noch Richtung Wand und daneben ein Fahrzeug. Ja, und was macht man da? Also gar nicht lange fackeln, einfach in die Leitung gehen und vor allen Dingen jetzt in die Leitung gehen. Die Preisgestaltung hier 75,91 Euro und wir kommen hier von der UVP von 130 Euro. Also jetzt für die nächsten 2 Stunden unser genialer Pearl TV Sonderpreis freigeschaltet. Deswegen ganz schnell in die Leitung gehen und bestellen unsere PX 8830 und die 569. PX 8830 und die 569. Jetzt für 75,91 Euro hier bei uns bei Pearl TV. Entweder telefonisch bestellen oder Sie können natürlich auch online gehen. www.pearl.tv. Da finden Sie auch nochmal alle Informationen zu diesem Produkt und allen Produkten innerhalb der letzten 2 Stunden. Können dann natürlich auch gleich zu unseren Sonderkonditionen dort bestellen. Und das ist wirklich etwas, was in jedes Auto gehört. Weil, wie gesagt, es kann jedem von uns passieren, egal ob es jetzt das Auto ist oder irgendwie vielleicht auch das Motorrad und nicht zuletzt Notebooks. Auch das kenne ich aus eigener Erfahrung zur Genüge. Die gehen ja immer dann zur Neige, die Akkus, wenn man sie am dringendsten braucht. Wenn man sagt, diese eine E-Mail, die ist die wichtigste, die muss ich ganz schnell noch beantworten hier. Dieser eine Anruf, diese eine Skype-Telefonat-Geschichte oder irgendetwas, es ist immer irgendwas. Deswegen ist es halt so wichtig, gerade in heutigen Zeiten, wo alles elektronisch und digital abläuft, dass man immer genügend Power dabei hat. Mit unserer Powerbank ist es Ihnen möglich, die lädt jetzt ganz einfach alles. Die Smartphones, die Tablets, die Digitalkameras, alles per USB. Sogar Ihr Auto kann gestartet werden und halt unsere Notebooks mit 12.000 mAh Kapazität sind auch Sie immer gerüstet. PX 8830 und die 569, Ihre Bestellnummer, jetzt in die Leitung gehen, bestellen und dann nie wieder dieses böse Geräusch hören.